Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, wie gesagt, wir befinden uns jetzt mit dieser Folge in der 1.11 mit funktionierenden Mods und ich sehe hier direkt beim Einloggen, wir haben beim Zurück in Vanilla, wir haben ja die Wand hier zurück gechiselt, ja, dass es wieder Vanillasteine sind und keine Chiselsteine, weil die Chisel-Mod für die 1.11 noch nicht draußen ist. Und ich sehe gerade, wir haben die untere Wand vergessen. Das ist witzig, weil die Katzen jetzt hier, die Fackeln hier jetzt in der Luft hängen. Naja. Das heißt... Ah. So viel brauchen wir nicht. Steine... Wir haben ja doch noch normale Steine. Das ist ein 64er Stack, aber cool. Wir haben die untere Wand einfach vergessen. Das ist auch geil. Eisen. So, jetzt aber, jetzt haben wir alles. Ich habe mir überlegt, ob ich hier oben direkt so ein Glasding reinbauen soll, damit ich, wenn ich hier unten bin und wissen will, ob es Nacht ist, dann wollte ich nur hier hochlaufen und gucken und sehen, ah, Nacht oder Tag. So, bin gerade am Überlegen. Erde. Na gut, jetzt ist Nacht, da draußen sind Skelette. Da oben sind Schweine, da oben sind Schweine. Vielleicht können wir die nachher irgendwie mit einer... Wir haben noch Karotten. Vielleicht können wir die nachher irgendwie runterlocken und uns hier ein Gehege hinbauen. Auf dem Hügel da oben sind Steine. Das merke ich mir. Pass auf.
Gott weg. So. 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 Sieht jetzt nicht so geil aus, aber... Ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Wenn wir direkt hier so durchgucken. Das lassen wir so. Okay. Schön ins Bett gehen. Ja, und die nächste Mission wird sein, vermutlich erstmal sein Holz zu farmen. Ja, wir brauchen Holz. Da oben sind die Schweine und da oben ist auch ein Esel. Ein Maultier. Und wir müssen unbedingt mal wieder hier ringsrum so ein paar Bäume einpflanzen, damit wir da welche nachwachsen. Zum Glück funktioniert die Tweetchopper-Mod noch. Da ist auch ein Schwein, da sind Hühnchen. Also wir haben hier definitiv Viecher in der Nähe. Das nutzen wir nachher aus. Wir farmen jetzt ein bisschen Holz. Dann hauen wir vielleicht hier in der Nähe noch ein paar Setzlinge rein. Machen wir uns ein schönes Gehege für Tiere. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Birken nicht so. Birkenholz, das ist... Also dieses helle Holz sieht eigentlich schon ganz geil aus, aber ich muss... Also das muss... Ich mag das nur in bestimmten Situationen oder in bestimmten Bauarten, sag ich mal. Mir gefällt tatsächlich Fichtenholz eigentlich am besten. Aber davon haben wir hier nichts da. Axt ist down gegangen. Okay.
Wir holzen einfach alles ab. Und wir fallen einfach ins Wasser. Ja, ich denke, das reicht fürs Erste. Jetzt hauen wir hier überall links und rechts vom Haus Setzlinge in den Boden. Die Bäume, ne, hier lassen wir weg, weil hier machen wir das Gehege hin. Hier pflanzen wir uns wieder einen Wald hin. Gut, dann bauen wir jetzt noch ein paar Zäunchen. Hier. Witzig. Ein Saminabgang hier. So, jetzt nach oben. Durchgang.
So. Da haben wir Fackeln drauf, damit die nicht despawnen. Und hier machen wir nochmal zwei Stück auf. Die hier reinlocken können. Okay. Karotten, ne? Hallo. Yay, Nummer 1. Drüben sind Steins auf dem Baum. Sauer. Der Schweinezucht. Nice. Und das gleiche machen wir jetzt für Hühnchen auch noch. Sind weg. Da war noch viel mehr drin. Die Upgrades. Also wir brauchen erst eine Schablone. Und die machen wir mit dem Rohr. Die gehen ja bestimmt auch mit einem kleinen Rohr. So, ne? Dann bekommt man vier Stück.
als Schablone so ein Ding mit vier Stöcken drum. Jetzt eine 90 Jahre geht schon los. So, also da haben wir, halt, da haben wir eins reingemacht, da haben wir eins reingemacht, und dann, da, da. So. Okay, gut. Und hier wollte ich aber ein paar mitnehmen. Hühnchen anzulocken. Und jetzt ist aber bestimmt Nacht. Aha! Unser geiles Fenster zahlt sich total aus. Genau, das war das Trickjob. Okay.